Herzlich willkommen. Grüße natürlich ganz herzlich erstmal Gabi Weiß, die uns aus Siegen besucht, und Herrn Ludwig, der hier aus Potsdam nebenan zu uns gekommen ist. Wird gleich noch genaueres sagen. Zunächst einmal also herzlich willkommen. Heute mit etwas gelichteteren Reihen, weil wir oder einige von Virus erwischt wurden und jetzt leider zu Hause im Bett liegen. Komme ich zu Gabi Weiß. Gabi Weiß ist Professorin für allgemeine Erziehungswissenschaft an der Universität Gießen. Siegen. Und beschäftigt sich auch und vor allen Dingen mit dem Thema ästhetische Bildung, aber nicht nur. Und ich habe jetzt ein paar Bücher, die sie herausgegeben hat, mal mitgebracht. Und da ist das neuere, letztes Jahr herausgekommen, hatte ich hier auch schon mal gezeigt. Sicherlich das Erwähnenswerteste, also kulturelle Bildung, bildende Kultur. Und da geht es eben nicht nur um Bildungstheorie, sondern eben auch um die Verbindung zu anderen ästhetischen Praxen und Bereichen, Schule und Unterricht, Lehrerbildung, Architektur, Kunst, Museum und so weiter. Museumspädagogik ist auch ein Bereich, mit dem sie sich beschäftigt. Ich gebe es mal herum. Dann damals noch mit Frau Breinbauer in Wien, ein Band Orte des Empirischen in der Bildungstheorie. Also so etwas, was wir in unserem Bereich vielleicht mit dem Begriff reflexive Empirie bezeichnen. Auch ein ganz interessanter Band, also die Frage, ob man nicht das Empirische auch mal theoretisch betrachten kann und ob nicht gegebenenfalls aus der empirischen Forschung auch theoretische Schlussfolgerungen, gegebenenfalls sogar Theorien zu generieren sind, und andersherum, ob nicht überhaupt das Empirische in der Bildungstheorie einen Ort haben sollte und wenn ja, welche. Ganz interessant. Und ein älterer Band von 2008, herausgegeben zusammen mit Christiane Thompson, die jetzt in Frankfurt ist, Bildende Widerstände, widerständige Bildung. Also die Frage, die uns in der Bildungstheorie, aber natürlich auch in der ästhetischen Bildung umtreibt, nämlich die Frage, das Problem, gibt es eigentlich so etwas wie Widerstand oder Widerständigkeit? Das ist ja auch eine Frage und ein Bereich, der sehr häufig mit dem Ästhetischen in Verbindung gebracht wird und auf dem sich sehr viele Hoffnungen, gegebenenfalls auch Überfrachtungen richten. So, soweit also meine Vorstellung. Hier sitzt Herr Ludwig. Er hat eine Professur für Erwachsenenbildung in Potsdam. Bin auch sehr froh, dass wir uns mal kennenlernen und dass er zu uns gekommen ist. Wir werden ja im zweiten Teil mit ihm diskutieren. Der Text liegt uns vor und das ist auch ein Bereich seiner Forschung, nämlich Ästhetik, ästhetische Praktiken aus dem Horizont, wenn ich das jetzt richtig sagen darf, aus dem Horizont einer kritischen Lerntheorie, nämlich von Klaus Heuskamp. Gut, also herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie da sind und bitteschön. Ja, vielen Dank für die Einladung und Vorstellung. Ich habe ein kleines Handout gemacht, das vielleicht am Ende hilfreich ist, um alles nochmal zusammenzuschauen. Während des Vortrags gehe ich da nur sporadisch drauf ein. Ich habe keine Überschrift mehr, ich habe keinen Titel mehr. Der ist mir abhanden gekommen, während ich diesen Vortrag ausgearbeitet habe. Es wurde immer komplexer und deshalb lasse ich es jetzt weg. Meine These ist aber, damit fange ich an, also meine These ist, dass in der Masse an ästhetischen Bildungskonzepten und geforderten wie geförderten Bildungsforschungen bestimmte Dimensionen des Ästhetischen verloren gehen, die sich weder einer pädagogischen Praxis noch einer Wirkungsforschung fügen wollen. Mit der Suche nach messbaren Kompetenzen, eben ästhetischen Kompetenzen, wird das Denken des Ästhetischen in eine bestimmte Richtung fokussiert, die ausblendet, was ihr widerspricht. Empirische Forschungen nach Wirkungen ästhetisch-kultureller Bildung hat die Frage, ob es bildende Wirkungen ästhetischer Erfahrung gibt, immer schon positiv beantwortet. Selbst wenn es sie gibt, die bildenden Wirkungen, dann wäre die zweite ebenso schwierige Frage, wie sie empirisch zu erfassen sind.
Diese beiden Fragen sind von Mollenhauer in den 90er Jahren thematisiert worden. Er fragte 1991, eine Überschrift von einem ganz kleinen Artikel, gibt es bildende Wirkung ästhetischer Ereignisse? Was wir heute Erfahrung nennen, nennt er immer Ereignisse. Auch problematisierte er, dass die ästhetische Erfahrung nicht wie andere Erfahrungen, Zitat, von außen vom Beobachterstatus her beschreibbar wäre, Zitat Ende, weil es sich nicht um ein Etwas handelt, wieder Zitat, das unstrittig auch außerhalb der Beschreibung in irgendeinem Sinne da ist. Es gäbe bei der ästhetischen Erfahrung kein Etwas, das in einzelwissenschaftlich-empirischer Rede beschreibbar wäre. So Mollenhauer 90. Heute heißt das so in einem Band zur ästhetischen Forschung, ästhetische Erfahrungen entziehen sich aufgrund ihres hohen Individualisierungsgrades einem standardisierten Kompetenzmodell. Ästhetische Erfahrung ist als unabschließbarer Prozess der Selbstbildung intersubjektiv nicht fass- oder deutbar und im Sinne einer echten Verifikation schwierig oder gar nicht zu erkennen. Ein Versuch zu bestimmen, was eine ästhetische Erfahrung ist, ausmacht oder kennzeichnet, muss zum Scheitern verurteilt sein, was nicht heißt, dass man es sein lassen sollte, sondern im Gegenteil, gerade für einen Forschungsfokus muss man den Gegenstand, die ästhetische Erfahrung, bestimmen. Was ich im Folgenden versuche, ist, mehrere Verständnisweisen von ästhetischer Erfahrung im Zusammenhang mit möglichen oder unmöglichen Bildungs- oder Lernprozessen zu differenzieren. Ausgangspunkt ist die bekannte Behauptung Mollenhauers, ästhetische Erfahrungen seien Sperrgut für die Pädagogik und passen nur dann in die pädagogische Kiste, wenn sie zerstückelt wird. Ich betone das noch einmal und mit Originalzitat, das Sperrgut, ästhetische Erfahrung, muss zerstückelt werden, damit es in die pädagogische Kiste passt. Mollenhauer spricht an anderer Stelle auch von Halbierung. Die zwei Hälften sind dann an dieser Stelle eine kognitive, das habe ich auf dem Handout mal sortiert, eine kognitive und emotional-affektive Komponente von ästhetischen Ereignissen. Dies führt einerseits zur Kunstdidaktik, das ist die kognitive Seite, und der sogenannten ästhetischen Alphabetisierung und andererseits zu Aesthesis-Therapien. Von der Zerstückelung thematisiere ich im Folgenden nicht nur zwei, sondern drei Stücke und prüfe, ob und wie sie in die pädagogische Kiste passen. Erstens Aesthesis, zweitens ästhetische Alphabetisierung und drittens, habe ich das mal genannt, exterritoriale ästhetische Erfahrung. Es gibt sicher noch mehr Stücke, die zu prüfen wären, wenn man überhaupt an ein vorheriges Ganzes glaubt. Die hier nicht zu klärende, vielleicht im Anschluss diskutierte Nebenfrage, vielleicht ist es auch gar keine Neben, sondern die Hauptfrage lautet, ist ästhetische Erfahrung eine und die drei Stücke oder Teile Dimensionen von ihr? Oder sind es drei verschiedene Formen ästhetischer Erfahrung? Zum ersten Stück, Aesthesis. Ästhetische Wahrnehmung wird aufgrund ihrer Gebundenheit an den Leib als konstitutiv für Bildungs-, Lern- und Vermittlungsprozesse angenommen. Sie setzen diese, also die Bildungs- und Lernprozesse, setzen diese basale Form von sinnlicher Wahrnehmung voraus. Hier könnte man jetzt noch differenzieren, sinnliche Wahrnehmung, ästhetische Wahrnehmung, ästhetische Wahrnehmung. Sind das kontinuierliche Steigerungsstufen? Muss man eine voneinander abgrenzen? Aber das führt jetzt hier zu weit. Dieses Stück, also der Zerstückelung Aesthesis, passt problemlos in die pädagogische Kiste. Ästhetische Erziehung nennt zum Beispiel Maike Eisen-Krevit aus Potsdam ihr Programm. In der Bildungsphilosophie ist das weniger bekannt, dafür aber mehr in der Kunstpädagogik, also der Sparte im pädagogischen Diskurs, die sich mit dem Kunstunterricht in der Schule beschäftigt. Dort geht es verkürzt gesagt um die Sensibilisierung der Sinne. Hier kann man üben, seine Sinne schärfen, differenzierter und komplexer wahrnehmen, lernen. Hier wird später auch die Theorie von Harry Lehmann einzuordnen sein. Zur groben Orientierung lassen sich unter dem Begriff Aesthesis
jene pädagogischen Ziele fassen, die sich auf die Sensibilisierung des Empfindungsvermögens und die Übung der Wahrnehmung als einer Kultivierung der Sinne richten. Das zweite Stück, was auch gut in die pädagogische Kiste passt, auf die Piste, nennt Mollenhauer ästhetische Alphabetisierung. Ästhetische Bildung zielt hierbei auf die Befähigung zum rezeptiven wie produktiven Umgang mit ästhetisch-kulturellen Objekten der Kunst sowie alltäglicher Lebenswirklichkeit. Ästhetische Alphabetisierung meint eine Sprachfähigkeit im Hinblick auf Zeichen ästhetischer oder kultureller Art. Es wird oft verkannt, dass Mollenhauer die ästhetische Alphabetisierung weder völlig ablehnt noch uneingeschränkt befürwortet. Ästhetische Alphabetisierung ist für ihn ein Stück der Zerstückelung von ästhetischer Bildung überhaupt und das Stück, was gut oder vielleicht sogar am besten in die pädagogische Kiste passt. Aber hier muss man genauer hinsehen, denn die Alphabetisierung ist ja schon quasi der pädagogische Lernprozess und zu fragen ist, welche Vorstellung von ästhetischer Erfahrung muss für diesen Lernprozess vorausgesetzt werden. Also wie ist die Art oder die Form der ästhetischen Erfahrung? Alphabetisierung, ob ästhetisch oder nicht, ist in Stufen planbar und kontrollierbar. Es gibt einen Entwicklungsfortschritt. Sie trägt bei zu Kompetenzen, zum Beispiel seine Identität zum Ausdruck zu bringen, zu, Zitat, expressiven Äußerungen in den verschiedenen ästhetischen Medien. Und sie führt gleichzeitig zu, Zitat, Verstehens- und Auslegungskompetenz im Hinblick auf die ästhetischen Ereignisse der kulturellen Umwelt, Mollenhauer. Die nachwachsende Generation wird befähigt, vorhandene Kunst oder nicht nur Kunst, auch Kulturfigurationen zu lesen und sich mit eigenen Figurationen zum Ausdruck zu bringen, ob eingliedernd oder abgrenzend. Ein Einwand gegen Mollenhauers Beschreibung ästhetischer Alphabetisierung war, die Alphabetisierung sei quasi eine ikonografische Methode, die an Werken immer nur das erfasst, was mit anderem vergleichbar ist. Auch das wäre ein Vorwurf an Lehmann. Ich zitiere nochmal Mollenhauer, die an Werken immer nur das erfasst, was mit anderen vergleichbar ist. Das widerspricht der kantischen Vorstellung, dass in ästhetischen Urteilen ein besonderes gegeben ist, welches nach dem Allgemeinen sucht. Bei einer Alphabetisierung wäre das umgedreht. Da wird das Allgemeine gegeben und das jeweilige interpretierte Werk wird als besonderes subsumiert. Das dritte Stück der Zerstückelung oder ein drittes Verständnis von ästhetischer Erfahrung wird diesem Einwand gerecht oder reagiert darauf. In diesem dritten Stück versteht man ästhetische Erfahrung derart autonom, dass sie sich einer lebensweltlichen Verzweckung entzieht und an die Grenzen des Sagbaren sowie Pädagogischen führt. Die Abgrenzung der dritten, und hier nennt Mollenhauer sie eben exterritorialen ästhetischen Erfahrung, von einem Lernprozess ästhetischer Alphabetisierung vollzieht Mollenhauer mit folgendem Argument. Ästhetische Figuration, also nicht nur Kunstwerke, sondern er nimmt diesen Begriff ästhetische Figuration, können auch Alltagsgegenstände sein in dem Sinne, Zitat, können zwar immer Träger kulturell eingespielter Bedeutungsfelder, also kultureller Zeichen, also kognitiv lesbar sein, sie sind aber zugleich auch empfunden mittels unserer Wahrnehmungsorgane, die nie vollständig und vor allem nicht von Anfang an in den dominanten kulturellen Codes der gegebenen Zeichenformationen gefangen sind. Zitat Ende. Die ästhetische Alphabetisierung ermöglicht ein Lesen, hält aber auch gefangen in ihren kulturellen Alphabet. Doch gerade die emotional-affektive, nicht nur ästhetische, sondern ästhetische Wahrnehmung von Ästhetischem befreit oder kann befreien aus dem abgesteckten kulturellen Territorium. Deshalb exterritoriale ästhetische Erfahrung. Für Christoph Menke ist das Kennzeichen derartiger ästhetischer Erfahrung der scheiternde und unendliche Versuch zu verstehen. Und für Martin Seel ist diese ästhetische Erfahrung nicht wie die Alphabetisierung eine Ausbildung einer Lebensweise, sondern die Herausbildung aus der Kultur.
Man könnte es mit Holzkamp eine Diskrepanzerfahrung, mit Fischer Lichte eine Schwellenerfahrung oder mit Günter Buck eine negative Erfahrung nennen. Oevermann nennt es zum Beispiel Krisenerfahrung in Muße. Für dieses dritte Stück, diese dritte Dimension ästhetischer Erfahrung oder vielleicht eine ganz andere Form ästhetischer Erfahrung, findet sich keine prägnante Benennung, weil das genau ihr Merkmal ist. Sie führt in die Sprachlosigkeit, weil es uns die Sprache verschlägt. Diese Form ästhetischer Erfahrung geht nicht in kulturellen Codes und Zeichenformationen auf. Sie sind der Sprache in doppelter Weise entzogen. Das Kunstwerk lässt sich nicht eindeutig entziffern und die Erfahrung, die man dabei macht, lässt sich weder von einem selbst einfach mitteilen, geschweige denn von anderen beobachten oder beschreiben. Derartige Herausbildung aus der Kultur gestaltet sich nicht so friedlich sukzessive wie das allmähliche Hineinführen in die Kultur, sondern es ist vielmehr ein plötzliches Hinausfallen. Und das scheint schon einmal vorweggenommen, deshalb kann eine derartige ästhetische Erfahrung nicht zur Verbesserung einer Teilhabe an Kultur und Welt herangezogen werden. Krise, Plötzlichkeit und vor allen Dingen auch die Unverfügbarkeit derartiger ästhetischer Erfahrungen machen sie sperrig für die pädagogische Kiste. Man erlebe einen Bruch mit allen Formen der Gestaltung des Lebens, Zitat Martin Seel, indem es den Betrachter in die Möglichkeit einer Distanz zur Wirklichkeit rückt. Die vagen Kriterien dieser ästhetischen Erfahrung wären also bisher eine Distanzierung zur Lebenswirklichkeit, Exterritorialität hat das Mollenhauer genannt, und die zeitliche Komponente, einerseits die Plötzlichkeit, man könnte es auch mit Bolno unstetig nennen. Also diese zeitliche Komponente hat für pädagogisches Denken und Handeln zur Folge, dass nicht von einer Distanzierungsfähigkeit oder einem Distanzierungsvermögen die Rede sein kann, weil es keine bewusst einzunehmende oder einzuübende Haltung ist, sondern eher ein Sturz. Die Exterritorialität verstehe ich dann auch komplementär zu Carlos Willats zeitlichen Verweilen bei und im Fremden oder anderen. Und bei Fischer Lichte kommt dann auch noch der Hinweis auf Schiller dabei. Also es ist außerhalb des Territoriums in räumlicher wie zeitlichen Dimension gedacht. Die dritte Thematisierung, also das dritte Stück und eine dritte Form oder eine dritte Form ästhetischer Erfahrung, besteht in seiner Wirkung in der Distanzierung von und der Herauslösung aus lebensweltlichen Deutungen. Schillers ästhetischer Zustand ist dem vergleichbar. Mollenhauer beschreibt diesen Zustand mit dem Zitat von Hugo von Hofmannsthal. Ich weiß, Sie haben den Text, glaube ich, auch hier besprochen. Also Hofmannsthal nennt diese Erfahrung oder beschreibt diese Erfahrung so, sein Ich sich selber gleich zu fühlen und sicher zu schweben im Sturze des Daseins. Eine ästhetische Erfahrung mit einem derartigen Ereignischarakter, die eine Loslösung von zeitlichen Bezügen, von pragmatischen Zwecken und lebensweltlichen Deutungen mit sich bringt, passt nicht in die pädagogische Kiste und ist das Stück, was draußen bleibt für Mollenhauer. Diejenige ästhetische Erfahrung, die ein Hinausführen aus der Kultur leistet, nennt die Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte 2003 Schwellenerfahrung. Darauf werde ich jetzt ein bisschen eingehen und mit ihr werde ich versuchen, auch die Teilung von Mollenhauer, die Strukturierung oder die Systematik, die drei Stücke nochmal in einer anderen Systematik abzubilden. Der Fokus, welchen Fischer Lichte auf die ästhetische Erfahrung legt, speist sich aus ihrer Annahme, dass die Künste seit den 60er Jahren sogenannte Performativierungsschüben unterliegen. Und dabei richtet sich das Augenmerk weg von Werken, welche gedeutet werden, hin zu Ereignissen, welche erlebt werden. Fischer Lichte unterteilt so die Schwellenerfahrung aufgrund unterschiedlicher Werke bzw. Ästhetiken. Werke, die etwas sagen wollen auf der einen Seite und Ereignisse und Erlebnisse auf der anderen. Das heißt, semiotische Ästhetik auf der einen Seite und Ästhetik des Performativen auf der anderen.
In beiden Fällen aber gibt es von ihr eben sogenannte Schwellenerfahrungen, welche eine Form der ästhetischen Erfahrung kennzeichnen. Zitat: Schwellenerfahrung oder auch liminale Erfahrung meint ein Modus der Erfahrung, der zu einer Transformation desjenigen führen kann, der die Erfahrung durchlebt. Die Bezeichnung Schwellenerfahrung als eine Grenz- oder Übergangserfahrung entnimmt sie der Ethnologie und Ritualforschung. Das vertiefe ich jetzt nicht, ich nenne nur mal die drei Phasen, die dort unterschieden werden, nämlich die Trennungsphase, die erste, die Entfremdung, also aus dem Alltag herauslösend. Die zweite Phase ist der Zustand des Zwischen. Und die dritte ist eine Inkorporationsphase als neue Eingliederung in den Alltag nach der Transformation. Die erste und zweite Phase sind für die ästhetische Erfahrung als Schwellenerfahrung interessant. Eine Distanz, ein Abstand oder auch ein außer Kraft gesetzter Rahmen löst Wahrnehmungen aus ihrem alltäglichen Modus, welcher auf Erkenntnis und Handlung zielt. Im Zustand einer labilen Zwischenexistenz, das ist ein Zitat Fischer-Lichte, im Zustand einer labilen Zwischenexistenz könne man meinen, das ist jetzt Mollenhauer, sicher zu schweben im Sturze des Daseins. Fischer-Lichte verweist selbst auf die Nähe zu Schillers ästhetischen Zustand. Die ästhetische Erfahrung als Schwellenerfahrung unterscheidet sich aber in einer semiotischen Ästhetik von derjenigen einer Ästhetik des Performativen. Das ist eine Differenzierung, die Mollenhauers drei Stücke eben nochmal in eine neue Systematik bringt. In einer semiotischen Ästhetik, also welche dem Stück der ästhetischen Alphabetisierung entspricht, denn es geht da um Verstehen, sei die Besonderheit der Werke die der Vieldeutigkeit, was auf Seiten des rezipierenden Subjekts zu einem probeweise Einsetzen von Bedeutungen führe, die korrigiert werden bis hin zu einer Veränderung des Bedeutungssystems. Das wäre dann die Transformation. Auch in unserem Alltag verändern wir das System, das Bedeutungssystem. Wir sind in der semiotischen Ästhetik, also Zeichensystem. Also auch im Alltag verändern wir unsere Zeichen und die Bedeutung der, aber allmählich und meist unmerklich, meint Fischer-Lichte. Die ästhetische Erfahrung zeichne sich gerade dadurch aus, Zitat, dass sich eine solche Veränderung in einer ungeheuren Verdichtung, Intensität und Beschleunigung vollzieht. Zitat Ende. Die Schwelle ist dabei, dass alte Bedeutungen nicht zum Tragen kommen und neue noch nicht gefunden sind. Dass der Zustand des Zwischen ist ein Zustand der Unbestimmtheit. Die dritte Phase wäre entweder eine Rückkehr zum alten Bedeutungssystem oder ein neues Bedeutungssystem stabilisiert sich. Das für mich Interessante an der Schwellenerfahrung im Ästhetischen ist, dass der Erfahrende einer nachhaltigen Transformation unterliegen kann, aber nicht muss. Insofern wird die Zweckfreiheit der ästhetischen Erfahrung nicht unbedingt zu einer, ich nenne das mal, nachhaltigen Transformation, weil diese Transformation auch außerhalb des ästhetischen Zustands bestehen bleiben würde. Also die Zweckfreiheit der ästhetischen Erfahrung wird nicht unbedingt zu einer nachhaltigen Erfahrung, einer nachhaltigen Transformation, Entschuldigung, im Sinne einer Verbesserung oder eines Entwicklungsfortschrittes. Es werden lediglich Spielräume eröffnet, in denen es zu einem Experimentieren und zu Innovationen kommen kann. Und wenn nicht, dann ist das auch kein Scheitern. Dann war die Erfahrung das, was Mollenhauer in Bezug auf Schleiermacher, Zitat, eine Befriedung des Moments nennt. Was keiner brauchbaren Verwertbarkeit, auch Bildung nicht, nach diesem Moment zeitigt. Im Augenblick der ästhetischen Erfahrung jedoch ist es dennoch eine Transformation. Das Ich im Augenblick der ästhetischen Erfahrung ist ein anderes als das, welches die alltägliche Existenznot überstehen muss. Mollenhauer. Wenn der Augenblick jedoch vorbei ist, wenn die ästhetische Erfahrung zu Ende geht, dann ist das Ich wieder in der alltäglichen Existenznot. Es steht nicht mehr in der Möglichkeit und hat nicht mehr den Spielraum,
und vielleicht eben auch nicht die Fähigkeiten, die es im ästhetischen Zustand hatte. Das ist auch Christoph Menkes Argument. Wenn die ästhetische Erfahrung die Kraft haben soll, die Wirklichkeit aus und das Individuum freizusetzen, dann nur um den Preis, dass mit dem Wiedereinsetzen der Wirklichkeit die Freiheit und der Raum der unbegrenzten Möglichkeit endet. Zurück zu Fischer-Lichte. Zitat: Wo immer bei der Rezeption eines Kunstwerkes Bedeutungen ins Spiel kommen, lässt sich ästhetische Erfahrung als Transformation des Bedeutungssystems des rezipierenden Subjekts beschreiben. Zitat Ende. Diese Darstellung nähert sich den Vorstellungen eines transformatorischen Bildungsprozesses von Christoph Koller zum Beispiel sehr an, weil dort der Bildungsbegriff mit Bezug auf Humboldt der Sprachphilosophie angelehnt ist und eben in einem semiotischen oder hermeneutischen Kontext steht. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch das Modell oder die Systematik von Fischer-Lichte vervollständigen. Bisher war nur von einer Seite Schwellenerfahrung beschrieben, die in einem semiotischen Verständnis von Ästhetik vorkommt. Schwellenerfahrung dort transformiert, wenn überhaupt, also es muss nicht eine nachhaltige Transformation, das Bedeutungssystem. Die zweite Version der Schwellenerfahrungen einer performativen Ästhetik, die nicht mehr vom Lesen, Verstehen und Mitteilen ausgeht, nähert sich dem Begriff der Aesthesis und verweist in ihrer ähnlichen Struktur auf die phänomenologische Thematisierung des Lernens von Käthe-Meyer-Drabe. Unter dieser Perspektive wird derjenige, welcher eine ästhetische Erfahrung macht, nicht aus seinem Bedeutungsrahmen gerissen in den Zustand des Zwischen, sondern aus seinen Wahrnehmungsweisen. Er wird nicht nur sprachlich, vielmehr leiblich in seinen Modi der Selbst- und Weltwahrnehmung destabilisiert. Es erfolge dabei, Zitat, eine Aufstörung sowohl der Sinne als auch der Vernunft. Das heißt Irritation, Kollision von Rahmen, Destabilisierung von Selbst- und Weltwahrnehmung. Kurz die Auslösung von Krisen. Zitat Ende, Fischer-Lichte. Hier seien zutiefst verstörende Erfahrungen, die daher auch zu einer Transformation desjenigen führen können, der sie durchläuft. Aber, Zitat, es kann natürlich ebenso der Fall sein, dass der Zuschauer, also sie ist ja Theaterwissenschaftlerin, sie macht es am Theater, dass der Zuschauer nach Verlassen der Aufführung seine vorübergehende Destabilisierung als unsinnig und unbegründet abtut und zu seiner vorherigen Wirklichkeits- und Selbstwahrnehmung zurückzukehren sucht. Zitat Ende. Er könne auch noch länger in der Verunsicherung bleiben, das wäre länger im ästhetischen Zustand bei Schiller verweilen, oder eine Neuorientierung erlangen, oder eben, Zitat, zu seinen alten Wertordnungen und Verhaltensmustern zurückfinden. Es muss keine nachhaltige Transformation sein. Nicht alle Schwellenerfahrungen sind ästhetische Erfahrungen. Wenn bei einer Schwellenerfahrung der Weg das Ziel ist, dann sind es ästhetische. Ist die Schwellenerfahrung Weg zu einem anderen Ziel, sind es nicht ästhetische Erfahrungen. Noch ein letztes Zitat von Fischer-Lichte. Bei ästhetischer Erfahrung geht es um die Erfahrung der Schwelle, des Übergangs, der Passage als solcher, der Prozess der Verwandlung. Bei nicht-ästhetischen Schwellenerfahrungen dagegen um den Übergang zu etwas, die Transformation in dieses oder jenes. Weiter Zitat, dazu bedarf es der Aufstörung sowohl der Sinne als der Vernunft. Das wiederhole ich jetzt nochmal, Irritation, Kollision von Rahmen, Destabilisierung von Selbst- und Weltwahrnehmung, kurz die Auslösung von Krisen. Mollenhauer meinte Ähnliches in Bezug auf moderne Kunst, Zitat, ästhetische Erfahrung sei die Verarbeitung der Konfrontation mit Neuen, sei so etwas wie Durchbrechen von Seh- und Hörgewohnheiten, sei die Eröffnung zukünftiger Perspektiven von Welt- und Selbstwahrnehmung. Mit Cornelie Dietrich gemeinsam formuliert er 96 noch, Zitat, die Erfahrung dieses Bruchs
scheint uns anders als Kontinuitätserfahrung dichter an dem zu liegen, was ästhetische Bildung ist. Mit diesem Bruch zwischen der pragmatischen Lebenswelt und ästhetischem Erleben komme die Rede von Bildung an eine Grenze. Aber es ist die Grenze der pragmatischen Bildung. Ästhetische Bildung kann noch anders sein als nur die Steigerung des Vermögens, die Befähigung, das heißt Kompetenzerweiterung auch zur Teilhabe an Kultur. Ästhetische Bildung kann auch Herausbildung aus der Kultur sein. Das würde einen Umbau der pädagogischen Kiste bedeuten. Das heißt, sich den Bildungs- und Lernbegriff näher anzuschauen, wenn man von bildenden Wirkungen der ästhetischen Erfahrung sprechen will. Ein solcher Lern- oder Bildungsbegriff, ich nenne jetzt hier nochmal beide, werde es dann differenzieren, beinhaltet nicht mehr nur ein kumulatives Anwachsen von Wissen und Können, nicht mehr nur ein über Kompetenzen der Problemlösung hineinführen in die Kultur, sondern er beinhaltet auch Krisen und erkennt das Hinausfällen aus der Kultur als einen Bildungsprozess an. Wenn der Prozess der Bildung einer empirischen Betrachtung unterzogen werden soll, wird Bildung häufig durch den Begriff Lernen ersetzt. Das Verständnis eines transformatorischen Bildungsbegriffs hat sich jedoch gerade in Abgrenzung zum Lernen entwickelt. Wenn der Mensch lernt, eignet er sich etwas an, Wissen, Können. Zitat von Jörg Zierfass: Lernen ist ein erfahrungsreflexiv sich auf den Lernenden auswirkende Gewinnung von spezifischen Wissen und Können. Es ist eine Gewinnung, kein Verlust. Man kann dann etwas Neues, man weiß etwas mehr, aber die Art und Weise der Aneignung, der Wahrnehmung und des Denkens bleibt gleich. Bei Bildungsprozessen hingegen werden diese Weisen, das heißt, Zitat, die Figuren des Welt- und Selbstverständnisses, Kokomor, zitiert nach Koller, grundlegend geändert. Lernen kennzeichnet einen Vorgang, in welchem Erkenntnisse und Kompetenzen erlangt werden, das Subjekt aber mit sich selbst identisch bleibt. Daher ist es auch möglich, ein Ergebnis des Lernprozesses festzustellen. In Differenz zum Lernen kann Bildung nicht abgeschlossen werden und zu einem feststellbaren oder messbaren Zustand, Ergebnis oder Produkt führen. Reichenbach sagt daran anschließend, das Vokabular, mit welchem sie beschrieben werden, Bildungsprozesse, sollte diese Nichtabschließbarkeit deshalb berücksichtigen. Man kann sagen, ich habe etwas gelernt, ich kann etwas, aber man kann nicht sagen, ich bin gebildet. Auch nicht wie Peter Bieri in dem bekannten Aufsatz, wie wäre es, gebildet zu sein. Und in der gleichen Weise würde ich Harry Lehmann nicht zustimmen in seiner Ausgangsfrage, was hat man gelernt, wenn man ästhetisch erfahren ist? Das ist eine Zustandsbeschreibung und nicht mehr der Prozess. Warum ist Harry Lehmanns Theorie für empirische Bildungsforschung zur kulturellen Bildung interessant? Erstens, er entwickelt seine Theorie nicht a priori, sondern a posteriori. Und zweitens, er kritisiert an bisherigen Entwürfen zur ästhetischen Erfahrung, dass sie mit einer Differenzierung von ästhetischen und nicht-ästhetischen Erfahrungen beginnen und diese Differenzierung dann normativ setzen, um die Autonomie der ästhetischen Erfahrung hervorzuheben. Wenn man sich für eine autonome ästhetische Erfahrung stark mache, stelle man, Zitat, sich in den Dienst eines emanzipatorischen Projekts. Doch man findet den Rückweg aus der Entfremdung in die Lebenswelt nicht mehr. Lehmann hingegen kritisiert mit Dewey gemeinsam die Trennung zwischen gewöhnlicher und ästhetischer Erfahrung und sucht nach einer Wiederherstellung der Kontinuität zwischen der ästhetischen Erfahrung und den Erfahrungen gewöhnlicher Lebensprozesse. Dabei geht es nicht darum, dass und ob man ästhetische Erfahrungen nur in Museen und Kunstwerken machen kann oder auch an alltäglichen Dingen, überall und jederzeit. Dass man ästhetische Erfahrungen überall und auch an Nicht-Kunst machen kann, bestreitet weder Martin Seel noch Christoph Menke. Das sind die beiden Protagonisten der Diskursanalyse, die Lehmann in seinen Büchern führt. Gerade Seel plädiert dafür, dass überall und an jedem Gegenstand eine ästhetische Erfahrung gemacht werden könne.
wenn die lebensweltliche Erfahrung als Erfahrung selbstreflexiv wird. Das heißt, wenn man im Modus der bloßen Wahrnehmung versinkt und Erkenntnisinteresse wie Handlungsoption ausgeschalten werden. Bei Menke besteht die ästhetische Erfahrung, ob mit Kunst oder mit anderen Gegenständen, darin, dass man scheitert in seinem Identifizierungsversuch. Es komme zu einer unendlichen Verzögerung des Verstehens. Das schließt auch wieder an Schillers ästhetischen Zustand an. Das Verweilen im Unbestimmten, im Spiel der Möglichkeiten, liegt aber allein auf der Seite der semiotischen Ästhetik hier. Weil eine Verzögerung des Verstehens oder ein Identifizierungsversuch ist auf der Zeichenseite und nicht auf der leiblichen, ästhetischen Seite. Aber nun zu Harry Lehmanns eigenem Vorschlag, ästhetische Erfahrung zu verstehen. Ausgangsidee ist, dass das Vermögen zur ästhetischen Erfahrung nicht einfach vorhanden ist, sondern sich in einer bestimmten kulturellen Praxis ausprägt. Und hier ist jetzt schon zu achten auf das Vokabular. Es prägt sich etwas aus. Diese Praxis kennzeichnet sich durch Wahrnehmungsvergleiche aus. Vorausgesetzt ist dem, dass man sich an eine frühere Wahrnehmung erinnert. Wie in jeder anderen, also auch nicht ästhetischen Wahrnehmung, erfolgt dies mit einer Vorannahme, einer Erwartung, und bei einer erneuten Wahrnehmung von etwas Vergleichbarem werde man erinnert und vergleicht. Dieser Vergleich der Wahrnehmungen evoziere gleichzeitig einen Vergleich der Empfindungen bei der Wahrnehmung und daraus folgt dann eine Bewertung. Bei einer erneuten Wahrnehmung von Vergleichbaren hat man somit eine Erwartung, die erfüllt oder enttäuscht wird und dementsprechend mit positiven oder negativen Affekten kodiert wird. Und das ist auch wieder diese Sprache, ja? Da wird etwas kodiert. Es gibt also Wahrnehmungsvergleich, der evoziert einen Empfindungsvergleich und daraus entsteht ein ästhetisches Urteil oder eine Bewertung. Das Besondere der ästhetischen Wahrnehmung wäre dann, dass, Zitat Lehmann, ohne Zuhilfenahme von sprachlichen, rationalen Kriterien Wertunterscheidungen getroffen werden. Er bewegt sich also auf der Seite der Aesthesis. Er hat nicht die, obwohl, also ohne sprachlich-rationale Kriterien der Wertunterscheidung. Lehmann bezieht sich dabei auf Damasio und nennt eine erinnerte Wahrnehmung und Empfindung somatischer Marker. Wahrnehmung plus Empfindung wird im Gedächtnis, vielleicht nicht ganz im Gedächtnis, weil wenn es ein somatischer Marker ist, ist es ein leiblicher, also nicht nur im Gedächtnis, sondern im Körper Marker. Also Wahrnehmung und Empfindung wird, wie er schreibt, im Gedächtnis verknüpft, gespeichert, wieder abgerufen, wenn Vergleichbares sich bietet. Je mehr abrufbare Erinnerungen ich habe, umso mehr Vergleichsmöglichkeiten, umso differenzierter kann ich urteilen. Jemand, und das ist das Zitat, der keinen Geschmack hat, hat keine Vergleichswerte in sich, um diese mit der aktuellen Wahrnehmung zu vergleichen. Lehmanns Vorschlag passt gut in die pädagogische, also in jede pädagogische Kiste. Zitat, Geschmack lässt sich verfeinern, die ästhetischen Urteile schärfen. Es bedarf dafür lediglich vieler Wahrnehmungsvergleiche zur Ausbildung eines elaborierten Geschmacks und eines geschulten Urteilsvermögens. So komme man zu einer, Zitat, ästhetischen Kompetenz. Daraus, also aus dieser ästhetischen Kompetenz entsteht eine verfügbare Kompetenz. Zitat, eine ästhetische Einstellung einnehmen heißt, in den Beobachtermodus der Wahrnehmungsvergleiche zu wechseln. Bis hierher würde ich noch mitgehen und halte dieses für ein Modell, was für empirische Forschung anschlussfähig ist. Aber Sie haben schon gemerkt, bestimmte Betonungen, bestimmtes Vokabular stößt sich da etwas. Aber dann kommen noch massivere Probleme, ähnlich eben der Ausgangsfrage, ästhetisch erfahren ist ein Subjekt dann, wenn es gesättigt ist. Also ein ästhetisches, es gibt also ein Subjekt, was ästhetisch erfahren ist.
Ja, es geht nicht mehr um die ästhetische Erfahrung als Prozess, sondern, das ist Zitat, ich würde sagen, ästhetisch erfahren ist ein Subjekt dann, wenn es gesättigt ist. Das ästhetisch erfahrene Subjekt verfüge über ein verlässliches Urteil, Zitat, wenn neue Wahrnehmungsvergleiche seinen Geschmack nur noch bestätigen, aber nicht mehr verfeinern können. Zitat weiter, mit der Zeit reichert sich dieser Erfahrungsraum so weit mit Einzelerfahrungen an, dass jede weitere Erfahrung kaum noch zu weiteren Lerneffekten führt. Wer in dieser Weise ästhetisch erfahren ist, trifft kaum noch unvorbereitet auf eine ästhetische Situation und muss sein Urteil später nur selten revidieren. Kittemeyer-Drawe argumentierte gerade dagegen, dass Lernen über Erfahrungen, ob ästhetische oder nicht, sei gerade keine Kumulation von Einzelerfahrungen. Lehmann meint, man könne auch völlig unvorbereitet und spontan zu einem positiven ästhetischen Urteil gelangen, weil man zum Beispiel auf seine Lieblingsfarbe reagiert. Aber, Zitat, dieses ästhetische Urteil ist zumeist ein bloßes Vorurteil, das der ästhetischen Komplexität des Werkes nicht gerecht wird. Meine Frage, hier kommt ein Kriterium ins Spiel, was nicht im Subjekt liegt, sondern im Objekt, die Komplexität des Werkes. Woher diese Wertigkeit? Wenn man ein ästhetisches Feld sich neu erschließe, so Lehmann, dann zeige man Vorliebe für, Zitat, einfach zugängliche und einfach erfassbare ästhetische Phänomene. Später müsse man sich dann von seinem eigenen schlechten Geschmack wieder lossagen. Woher das Kriterium eines schlechten Geschmacks? Unerfahren sei man oft von einem Gemälde begeistert, was später enttäuscht, wenn man erfahrener geworden ist und viele bessere gesehen hat. Wenn man viele Bilder gesehen hat, verfüge man über eine, Zitat, Referenzskala, die vor solchen Fehleinschätzungen bewahrt. Kann es bei einem kumulativen Wahrnehmungsvergleich überhaupt eine Fehleinschätzung geben? Zwar meint Lehmann, der Bildungsweg allein könne einen nicht erfahren machen, man muss Erfahrungen selbst machen und auch Fehler selber machen und aus diesen Fehlern lernen. Daran erkennt man, dass mit Bildungsweg nicht das Machen von Erfahrungen gemeint ist, sondern schulische Vermittlung bzw. Alphabetisierung, um es mit Mollenhauer zu sagen. Ich glaube, mit Lehmanns Lernmodell der sukzessiven Erweiterung und Verfeinerung seines Erfahrungsraumes oder Erfahrungsreichtums kann es keine Fehleinschätzungen geben, kann es auch diese Brüche nicht geben. Was eine Fehleinschätzung ist, kann nur von einem äußeren objektiven Kriterium her erfolgen. Dieses gibt es meiner Meinung nach nicht. Im sukzessiven Verfeinern seines Geschmacks kommt es weder zu einem Bruch noch zu einer Fehleinschätzung, sondern immer nur zu abgleichenden Korrektur und Differenzierung seines Erfahrungshorizontes. Noch ein Zitat Lehmann, ästhetisch erfahren sein heißt, ich kenne mich aus in einem ästhetischen Feld. Hiermit wird vielleicht der Unterschied am deutlichsten. Obwohl Lehmann von Anfang an ein prozessuales Verständnis von Wahrnehmungsvergleichen suggeriert, ist sein Erfahrungsbegriff vielmehr einer der Kennerschaft, der Erfahrenheit, eines gebildeten oder besser noch ausgebildeten Zustandes meines Urteilsvermögens. Das hat nichts mit ästhetischer Erfahrung zu tun, die einen Transformationsprozess auslöst. Erfahren sein meint eine Kenner- oder Könnerschaft, eine Kompetenz, gerade sich von Irritationen nicht irritieren zu lassen. Die ästhetische Erfahrung als Transformationsprozess, so wie bei Fischer-Lichte, macht sie, also dieser andere demgegenüber, macht die ästhetische Erfahrung als Transformationsprozess auch anschlussfähig an das Lernverständnis von Kittemeyer-Drawe oder auch das Bildungsverständnis von Koller. Und beide beziehen sich auf Günter Buck, welcher meint, Zitat, Lernen ist nicht nur die bruchlose Folge einander bedingender Erwerbungen, sondern vorzüglich ein Umlernen. Umlernen aber, das ist nicht nur die Korrektur, wie bei Lehmann, dieser oder jener Vorstellung, die man sich über etwas gemacht hat.
Es bedeutet auch einen Wandel der Einstellung, das heißt des ganzen Horizonts der Erfahrung. Zitat Ende Günter Buck. An dieser Unterscheidung zwischen Dazulernen und Umlernen setzt Kittemeyer-Drawe an und entwickelt ihren Lernbegriff in Abgrenzung von psychologischen, kognitivistischen und konstruktivistischen, vor allem aber neurowissenschaftlichen Verständnis von Lernen. Und an dieser Stelle setzt auch Christoph Koller an und entwickelt seinen transformatorischen Bildungsbegriff in Abgrenzung zum Lernbegriff. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sich schon mal jemand die Mühe gemacht hat, Frau Meyer-Traves Lernbegriff und Herrn Kollers Bildungsbegriff gegenüberzustellen und da die Gemeinsamkeiten oder Unterschiede herauszuarbeiten. Weil für mich war das ja immer bezeichnet, warum eine empirische Forschung den Bildungsbegriff weniger benutzt. Also es gibt auch empirische Forschung von Noel oder so, die den Bildungsbegriff benutzen, aber meistens schwenkt man in den Lernbegriff um und benutzt den Lern als den Bildungsbegriff, um etwas empirisch habhaft zu werden. Ich werde jetzt mal kurz auf diese beiden Dinge eingehen und am Ende eben, wie Sie an dem Handout auch sehen, schon auf Günter Bucks Unterscheidung zurückkommen. Sind noch zwei, drei Seiten? Sind noch? Zuerstens, Kittemeyer-Drawe. Ihr geht es um den Prozess, Zitat, in dem ein neuer Horizont eröffnet wird, dem der alte bis zu einem bestimmten Grad geopfert werden muss. Weder das Prozessuale noch die Negativität mit Vertrauten zu brechen, sowie die Selbstgewissheit zu verlieren und des Geläufigen verlustig zu gehen, lassen sich empirisch erfassen. Die paradoxale Struktur des Lernens im Prozess verliere eine, Zitat, am Resultat orientierte und auf das bloß sichtbare Verhalten gerichtete empirische Forschung aus dem Blick. Zitat weiter, als Grundsignatur des Lernens in psychologischer und neurowissenschaftlicher Sicht lässt sich festhalten, dass Lernen als ein kumulativer und fortschreitender Prozess begriffen wird, in dem sich das Verhalten aufgrund von Erfahrung verändert. Zitat Ende von Kittemeyer-Drawe. Genauso beschreibt auch Lehmann die Wahrnehmungsvergleiche. Inadäquates und Irritationen haben in einem solchen Denken keinen Ort, beziehungsweise werden sie als Störung identifiziert und möglichst behoben oder vermieden. Lernen, gedacht als vom Nichtwissen oder Vorwissen wie Meinen zum geprüften, reflektierten Wissen, wird nicht als Negation gedacht, sondern fortschreitende Korrektur, Vervollständigung, Ausdifferenzierung und so weiter. Es kommt immer zu einem Mehr an Erfahrung, einem Anstieg von Wissen, einem Fortschritt von Können. Demgegenüber beginne Lernen für Kittemeyer-Drawe, Zitat, dort und dann, wo und wenn das Vertraute seinen Dienst versagt und das Neue noch nicht zur Verfügung steht. Der Gewinn einer solchen Perspektive ist nicht immer eine zusätzliche, sondern kann gleichzeitig einen Verlust eben der Alten bedeuten. Und, so meine Einschätzung, in einem ästhetischen Erfahrungsprozess ist der Gewinn einer neuen Perspektive eben kein Muss. Man kann auch in die alten Muster zurückgehen. Es war für den Augenblick dennoch ein ästhetischer Zustand, eine Transformation, aber eben keine nachhaltigen. Dieses sicher zu schweben im Sturze des Daseins, was danach sich dann wieder stabilisiert. Wie bei Meyer-Drawe ist es auch bei Koller der Ausgangspunkt einer radikalen Prozessualität von Lernen oder Bildung. Die Rede von gebildet sein oder bei Lehmann erfahren sein ist dabei höchst problematisch. Das transformatorische Bildungsverständnis grenzt Bildung von Lernen ab. Bei Lernen geht es eben um die Aufnahme, Aneignung und Verarbeitung neuer Informationen, Wissen oder Können. Zitat Koller. Wobei jedoch der Rahmen unverändert bleibt, innerhalb dessen die Informationsverarbeitung erfolgt. Bei Bildung erfolge eine Veränderung der Art und Weise der Informationsverarbeitung. Koller verdeutlicht das in dem Band Aus Erfahrung lernen anhand von Günter Buck. Er knüpft dabei an Bucks Ausführung zur negativen Erfahrung an.
Eine weitere Anknüpfung an Buck ist die Parallelisierung von Bildungs- und Verstehensprozessen. Also wir bewegen uns wieder im semiotischen Ästhetik, wieder im hermeneutischen auch. Es gilt also zu beachten, dass dass hier bei Buck auch und bei Koller ein hermeneutischer Rahmen oder ein Bedeutungsrahmen, wie es bei Fischer-Lichte hieß, gemeint ist. Buck und über ihn Koller nehmen den Ausgangspunkt bei Husserl und der Voraussetzung, jede Wahrnehmung und Erfahrung erfolgt innerhalb eines vorausgehenden Erfahrungshorizontes. Hier kennen sich wahrscheinlich einige besser aus als ich. Die Horizontalität der Erfahrung heißt, dass jede aktuelle, neue oder noch ausstehende Erfahrung unter einem Erwartungshorizont steht. Diese Erwartung kann erfüllt oder enttäuscht werden. Im Fall der Erfüllung, im wahrsten Sinne des Wortes, bleibt es nicht bei der bloßen Bestätigung der Erwartung oder des Horizontes. Also auch hier gibt es eine Veränderung, sondern es erfolgt auch hier eine Veränderung, eine Transformation, aber nur im Sinne einer Erweiterung, einer Anreichung, vielleicht eine Explikation oder, Zitat, wie Buck das nennt, ein Zuwachs an inhaltlicher Fülle. Der bestehende Rahmen, Horizont, Bedeutungsmuster, Wahrnehmungsmuster, wie man das jetzt auch immer nennt, werde verändert in dem Sinne einer Verfeinerung, so wie das auch Lehmann meint, einer Näherbestimmung, einer Differenzierung, Erweiterung, Verbesserung, selbst Umstrukturierung würde noch eine Veränderung sein, die sich aber innerhalb des Rahmens oder des Horizontes vollzieht. Das sind also alles Änderungen, Transformationen, die eigentlich eine Erfüllung der Erwartung voraussetzen. Koller nennt diese Form des Horizontwandels Lernen, da die Veränderung eine Erweiterung ist, welche, Zitat, den Horizont nicht als solchen in Frage stellt. Der Rahmen bleibt bestehen, was bei einer Enttäuschung nicht der Fall ist. Hier kommt es zu einer Infragestellung bis Negierung des Erwartungshorizontes. Das führt aber nicht dazu, dass ein alter Horizont gegen einen neuen ausgetauscht wird, sondern hinter, so wie Buck das auch mit Husserl beschreibt, hinter dem alten Horizont taucht ein neuer auf, welcher von der Negation nicht betroffen ist. Das ist keine bloße Erweiterung, das ist auch keine Horizontverschmelzung oder eine Integration von Neuen in das vorhandene Alte. Hier wird etwas negiert, hier geht etwas verlustig, hier gibt es einen Bruch. Um die Differenz zwischen Erfüllung und Enttäuschung und damit eben auch zwischen Lernen und Bildung zu ziehen, muss die Negation, die negative Erfahrung von einer subsumierenden und oder kumulativen abgegrenzt werden. Es gehe bei Bildung um eine grundlegende, nicht partielle Veränderung. Eine Veränderung nicht von einem Wissen, Können oder Wahrnehmung, sondern von der Art und Weise, wie wir wissen, können oder wahrnehmen. Der Bruch oder das Herausfallen aus der Kultur ist eine Entfremdung des selbstverständlichen und vorherigen Selbst- und Weltverständnisses. Entweder man verweilt in diesem ästhetischen Zustand, wenn man das will und kann, oder man kehrt zurück aus der Entfremdung, wie das bei Buck ja heißt. Und dabei ist die Frage, ob und was verändert ist, wenn man zurückgekehrt ist. Hat man lediglich eine Erfahrung mehr und seinen Erfahrungsreichtum verfeinert und angereichert? Oder ist man in einem unabschließbaren Prozess der Bildung eines neuen Rahmens, Erfahrungs- oder Bedeutungshorizontes? Das ist die Frage. Vielen Dank.